So, ich bin hier mit dem Mike und dem Ronny hier in Oslo. Die haben beide hier an der Katrophy 2015 mitgemacht. Und was ist Katrophy, Mike? Katrophy ist eine Art Trophy, eine Rallye, die wir gemacht haben aus der Schweiz über diverse Länder, Russland und das Nordkap, den Northernmost Point. Und dann die ganze Westküste von Norwegen durchab, hier hin auf Oslo. Und wie ist die Reise gelaufen? Es war genial. Wir haben so viel erlebt. Es ist abgegangen. Wir haben Challenges erfüllt. Wir haben Landschaften gesehen. Wir haben nette Leute kennengelernt. Wir haben auch Landschaften gesehen, die nicht so toll waren. Aber das Ganze war eine Erfahrung und hat riesig Spass gemacht. Wie ist es so mit dem Auto gelaufen? Das war immer in 8000 Kilometer. Ja, genau. Also 7580 genau, haben wir geschafft. Und eigentlich tipptopp. Wir haben eigentlich fast gar keine Probleme gehabt. Einmal eine Lampe, die ausgefallen ist, plus einmal ein bisschen Motoröl nachfüllen und sonst einen Haufen tanken. Und dann hat sich das etwa so erledigt. Und was ist das bleibende Erlebnis bis jetzt? Ich sage mal Norwegen, weil das Land ist einfach genial, es ist schön, es bietet alles. Landschaften, die Leute sind nett, sehr zuvorkommend. Und das ist ein Land, das ich sicher wieder mal bereisen werde in ferner Zukunft. Ja. Was war dein berühmtes Ereignis? Ja, das sind ganze Haufen eigentlich. Es sind wirklich brutal viele Eindrücke, die gekommen sind. Russland ist natürlich ganz speziell auch. Ist auch ein Erlebnis. Und ich weiss auch, dass ich dort wahrscheinlich so schnell nicht mehr hingehe. Und sonst für mich eigentlich auch Norwegen ist absolut genial. Und werde ich auch sicher nochmal kommen. Bin auch schon hier in Oslo gewesen. Und der Rest, einfach die ganzen Eindrücke, alles zusammen. Es ist so viel, man kann das gar nicht auf ein etwas konzentrieren oder festhalten. Das ist so viel an dieser Fahrt. Ja. Norwegen sind noch irgendwo mal ein Schneesturm stecken geblieben? Fast. Wir haben einmal auch eine längere Route noch vor uns gehabt. Direkt nach dem Nordkap haben wir noch weit müssen fahren. Und dann haben wir uns entschieden, doch, wir fahren noch bis ans Zielort, weil wir gesagt haben, dass wir den morgen nicht mehr fahren. Und dort haben wir auch noch mal über einen Pass rein müssen, wo es dann sehr schwierig geworden ist, wo wir auch ein übermüdet gesehen sind, was sehr rutschig geworden ist, und das ist, dort haben wir Mühe gehabt und sind dann froh gewesen, sind wir angekommen und auch alles heil überstanden. Und haben da irgendwelche kulinarische Erlebnisse gehabt? Ja, es geht. Wir haben nicht so viel probiert. Wir haben auch viel selber mitgenommen halt für die lange Reise. Wir haben Konserven gehabt und Trekking-Essen, wo wir aufkochen. Klassiker Ravioli natürlich. Aber so einheimisches Zeug haben wir jetzt wirklich wenig gegessen. Hat es gerne probiert. Gewisse von anderen Teams haben einen tollen Fisch Süßströmming gegessen, wo man angeblich meterweit schmeckt und wirklich ekelerregend sein sollte. Wir haben es nicht gemacht, wir haben es nicht gefunden zuerst. Aber ja. Du hast mal als norwegisches Tankstellenwürstchen probiert, habe ich so gehört. Jawohl, richtig. Auf Empfehlung von Thierry haben wir nachher mal so eine Käsewurst mit Speck und Mantelung probiert an einer Tankstelle. Ja, so für ein Imbiss, so zwischendurch ist das ganz okay. So, und jetzt fahrt ihr zurück in die Schweiz. Wie sieht da der Plan aus? Nein, jetzt gehen wir zuerst wieder aufs Camping. Dort gehen wir festen und noch ein Bierchen trinken. Und dann nachher haben wir vor, über Kopenhagen durch ab in die Schweiz zu fahren. Vielleicht Kopenhagen noch einen Tag bleiben, dort noch ein bisschen die Stadt genießen und einfach alles ein bisschen ruhiger angehen. Wir haben doch sehr viele Kilometer gemacht und jetzt machen wir gemütlich, bis wir wieder daheim sind. Ich bin hier mit dem Storm Stalder, einer der Organisatoren der Katrophy. Wie sind überhaupt auf die Idee gekommen, hier zum Nordkap aufzufahren? Ja, wir haben einfach eine Challenge gesucht und ja, das war ziemlich eine geile Challenge gewesen, vor allem wenn man über Murmansk als Nordkap geht. Zweimal russische Zoll und so und ja. Ist alles nach Plan gelaufen oder wie ist es gegangen? Ja, grundsätzlich kann man sagen, bis auf zwei oder drei Zwischenfälle ist eigentlich alles auf Plan oder nach Plan gelaufen. Der Chris, unser Chef, wenn man so will, oder der das Ganze ins Leben gerufen hat, der hat leider einen Unfall gehabt. Ein wüsterer Beinbruch und ein Team ist bereits unterwegs in die Schweiz, weil bei denen hat irgendwie mit der Dieselinspritzung etwas anfangen zu streiken. Ja.
Und beim anderen Team, das ist eigentlich erstaunlich, dass die überhaupt da sind, weil dann ist sozusagen, dass der Motor zum Auto ausgeht. Ja. Und dann haben sie schlussendlich mit einem Spannseil aufgebunden. Aber sonst sind wir alle heil. Ja. Da, gute Besserung an Chris von hier. Was war dein bleibende Erlebnis von dieser ganzen Reise? Also, es hat ganz viele bleibende Erlebnisse gehabt. Sicher auf der einen Seite, wenn man sieht, wie man von Europa unter anderem muss ausreisen auf Russland, was dort auf einem zukommt. Das war für mich brutal eindrücklich. Russland selber, das Nordkap, dort drauf, die Gegenden. Wir sind über Sputnik beispielsweise, wir sind an einer verbotenen Stadt vorbei, wo eigentlich die Öffentlichkeit keinen Zutritt hat. Wo sogar die Russen selber Bewilligung brauchen, dass sie reinkommen. Und das ist jetzt definitiv etwas, wo einer, der normal ins Nordkap geht, nicht einfach so erlebt. Und dann natürlich Atlantic Road, Norwegen zu durchab, über die Pässe. Wir haben Schneekötten montiert, jetzt zum Beispiel im Bus, andere sind auch nicht durchgekommen. Wir hatten Schneestürme, es war Abwechslung pur. Aber ich würde das noch mal machen. Ja, nächstes Jahr geht es einfach noch im anders her. Wir wissen noch nicht wo, aber unter www.catrophy.com kann man sich informieren. Und nächstes Jahr voraussichtlich am Karfreitag geht es wieder los.